Herr Blätzocker, vielen Dank, dass Sie mich so kurzfristig empfangen konnten. Gerne, Herr Inspektor, aber wie sagten Sie nochmal, war Ihr Name? Karamba. Inspektor Karamba. Darf ich Ihnen ein Glas Whisky anbieten? No, da sage ich nicht nein. Bitteschön. Herr Blätzocker, eine Frage. Sie haben doch sicher von diesem schrecklichen Mord in Ihrer Nachbarschaft gehört. Ja, sicher, aber ganz ehrlich, was habe ich damit zu tun? Ich bitte um Ihr Verständnis, aber ich muss leider alle Leute in der unmittelbaren Umgebung zu diesem Fall befragen. Daher, können Sie mir sagen, was Sie am 31.12.2015 um 17 Uhr gemacht haben? Also das kann ich leicht beantworten. Ich habe mir die Folge 0 von Playzocker vs. Italofila auf YouTube angeschaut. Kann das irgendjemand bezeugen? Nein, also diesen Schwachsinn wollte sich wirklich niemand mit mir anschauen. Echt? Gut, dann bedanke ich mich vorerst bei Ihnen und wenn ich noch weitere Fragen habe, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Auf Wiedersehen. Eine Frage hätte ich noch. Welches Logo hatte der Bademantel von Italofila in der Folge 0? Keine Ahnung. Aha, Sie haben diese Folge also nie gesehen. Sie wissen ja nicht, was ich alles durchgemacht habe. Sie ist mir so am Nerv gegangen, dass die ganze Zeit Mediabooks, da Hardboxen, da den... Den Italofilen hat sie auch nicht ausgehalten, bis irgendwann. Bis es mir irgendwann einfach gereicht hat. Das ist. Sie müssen sich das vorstellen. Ich habe gerade die super duper limited Büsten Edition von den Expendables gekauft. Und was sagt sie? Super! Geil, dass du das hast, du bist der Beste! Nein! Sie macht sie über mich lustig. Gibt's gar nicht mehr. Ja, ich habe sie mit der Expendables-Büste erschlagen. Es war der letzte Ausweg für mich. Und dann war sie da. Für mich ist einfach, was mache ich mit ihr? Ja, ich habe mir im Baumarkt eine Kettensäge gekauft. Ja, ich habe sie klein gehackt. Ja, ich habe sie in die Donau geschmissen. Ja, ich habe Teile von ihr gegrillt und bei der öffentlichen Grillparty hier vom dritten Bezirk von der Kirche habe ich sie verkauft. Ich habe aus ihren Eingeweiden Haggis fürs Pub gemacht. Ich habe sie für Burger verarbeitet. Es tut mir so leid. Und damals als kleines Kind, ich habe einmal in meinem Leben einen Kaugummiautomaten aufgebraucht. Ich hab vier Kaugummis geflattert. Ich hab mit Steinen auf Tauben geschossen. Ich bin so ein schlechter Mensch. Herr Inspektor. Bitte, nehmen Sie mich einfach mit, schützen Sie alle anderen von mir. Ich mag das nicht mehr. Ha! Wieder einen überführt.